als nächster Redner zu Wort gemeldet. Peter Wurm von den Freiheitlichen. Werte Regierungsbank, Herr Minister Angstschober, ein Sozialminister mit... Herr Abgeordneter, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass wir uns geeinigt haben im Hohen Haus, dass wir mit der Änderung von Namen keine Redebeiträge gestalten. Bitte schön. Spitz, nehme ich gerne zur Kenntnis. Dieser Spitzname wurde in seinem Heimatbundesland verpasst, in Oberösterreich. Aber dann wird er sich halt sonst verbreiten, aber ich habe ihn recht treffend gefunden. Herr Minister, aber trotz allem, Sie sind Sozialminister. Wir haben zurzeit 1,9 Millionen Menschen in Österreich mit Familien, mit Kindern, die entweder arbeitslos oder in Kurzarbeit sind, die massive Gehaltseinbußen haben. Eine größere Krise im Sozialbereich hatten wir noch nie. Und ich empfinde eben, oder ich sehe nicht den Angstschweiß auf Ihrer Stirn. Sie sitzen recht locker da, Sie machen also weiter wie gehabt, Sie spielen das Spiel weiter mit Ihrer Maske. Aber was das sozial bedeutet, Herr Minister, das spüre ich nicht. Auch in den Ausschüssen, wenn Sie da sind, Sie machen das sehr professionell, kann man nicht sagen, aber ich spüre da keine Emotion. Ich habe ja doch einige Sozialminister erlebt, auch einen verstorbenen Sozialminister Hunsdorf, um den auch zu erwähnen, da hatte ich das Gefühl, der war mit Herz dabei. Und den hat es geärgert. Jeder Arbeitslose, jeder Sozialfall, alles an Problemen. Und das waren nur relativ gute Zeiten damals. Aber die 1,9 Millionen scheinen sie nicht sehr zu tangieren. Finde ich eigentlich schockierend. Bei den Pensionen vielleicht ganz kurz noch einmal, unsere Position ist sehr klar. Auch wir sind der Meinung, 45 Jahre sind genug. Ich glaube auch, dass die Pensionen finanzierbar sein werden. Natürlich sind das große Ausgaben. Was wir, glaube ich, angehen werden müssen, das ist sicher das Thema der Luxuspensionen. Gerade in dieser Krise wird man das wieder angreifen, aufgreifen müssen. Und da haben die Grünen eine historische Chance, ihr Waterloo von der letzten Beteiligung auszubügeln. Was man auch sagen sollte, jene Menschen, die in Kurzarbeit sind oder arbeitslos, zahlen natürlich auch dementsprechend weniger auf ihr Pensionskonto ein. Das heißt, es wird auch langfristig dementsprechend die Pensionen für diese Menschen reduzieren. Ich habe es mitgebracht, weil es, glaube ich, einfach ein bisschen, dass man es einmal sieht. Diese Zahl mit den vielen Nullen, das EU-Budget jetzt in der Krise, in der Corona-Krise, weiß nicht, ob sich wer was vorstellen kann drunter. Es war für mich sehr schwer. 1,8 Billionen Euro. Ich habe dann nachgoogeln müssen, wie es dann weitergeht. Wollte nur sagen, dass man sieht, wohin das Geld auch der Steuerzahler aus Österreich fließt. Das verteilt dann Brüssel in Europa. Wohin genau, wissen wir nicht. Wir hätten vorgeschlagen, auch und vor allem für jene in Österreich, die zurzeit wirklich leiden. Hoppla. Es ist wichtig genug, es raufzuholen. Ich zeige es noch einmal her. Der Österreich-Tausender. Das wäre eine Maßnahme, wo man der breiten Bevölkerung in Österreich helfen könnte und sollte und die Konjunktur auch dementsprechend beleben kann. Ich bringe folgenden Entschließungsantrag ein, der Abgeordneten Dagmar Belakovic, Peter Wurm, betreffend Ausführungsgesetz zum Sozialhilfegrundsatzgesetz und Adaptierung des Sozialhilfegrundsatzgesetzes in Covid-19-Zeiten. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und der Bundeskanzler werden ersucht, mit den einzelnen Landesregierungen unverzüglich Kontakt aufzunehmen und diese auf die sofortige Umsetzung des § 10 des Sozialhilfegrundsatzgesetzes in allen nicht durch den VfGH-Erkenntnis behobenen Teilen hinzuweisen sowie deren Einhaltung einzumahnen. Die Bundesregierung wird ersucht, hinsichtlich der durch den VGFH beanstandenden degressiven Staffelung für Kinderzuschläge, des Arbeitsqualifizierungsbonus und der Sozialhilfestatistik eine der ständigen Spruchpraxis entsprechende verfassungskonforme Regierungsvorlage dem Nationalrat zuzuleiten. Danke.
Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch. Peter Wurm von den Freiheitlichen setzt sich erneut für den Österreich-Tausender ein.